Let me ask you, does a machine like yourself ever experience fear? Hallöchen, liebe Leute, ich bin Skay. Und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Dishonored. Ja, sagen, wir legen direkt los. Wir machen es mal ein bisschen lauter. Irgendwie das Gefühl habe, es ist leiser geworden. Hier 50. Jo. Und machen wir mal auf. So. Wie viele Leute hat er auf der Flucht getötet? Wer die Kaiserin umbringt, schert sich wohl nicht um ein paar Wachen. Halt's Maul. Sieh dir das mal an. Hier unten war jemand. Vielleicht die Border Street Gang. Pass auf Sprengfallen auf. So wie es aussieht, könnten hier welche sein. Gut. Mit etwas Glück erwischt Corvo eine. Hast du Angst? Es ist Zirconia. Da leben nur Kaufleute und Huren. Ja, okay. Corvo, wenn Sie das lesen, heißt unser Plan funktioniert und Sie sind aus Cold ausgebrochen sind. Eine unserer Kontaktpersonen hat tiefer eine Kasse zum Waffen für Sie versteckt. Holen Sie sich die Ausrüstung den Ständer und suchen Sie Samuel auf, der sich am Ausgang des Tunnels am Fluss aufhält. Ein Freund, den Sie bald treffen werden. Frischlinge wie du haben ihn nie dazu gesehen. Ich sah ihn beim Training gegen drei Männer gleichzeitig. Wie Wirbelwind. Ich hoffe, dass ich ihn finde. Das hoffe ich auch. Okay, sind also irgendwo Sprengfallen. Von den Ratten zerfleischt. Hallo, Alter. Das ist für Ratten, die lange, so lange, bis du auch Knochen da sind. Ratten? Die fressen sogar die Knochen. Ja, Gigi. Schau mal hier. Okay. Also den Ratten bestenfalls ausweichen. Ich will sie. Okay, rein kann man ja nicht. Da geht nicht zum Tunnelausgang. Verpisst euch, Ratten! Lass doch die Leichen ruhen. Was kann denn die Leiche dafür? Ja, aber sieht schon schmackig aus, ne? Was soll ich das machen? Ja. Alles klar, kommt man hier ins Wasser? Yes. Sieht nicht so gesund aus. Mensch, ich muss sogar ins Wasser rein. Krass. Damiens Tagebuch. Amanda und ich hatten nur die Hälfte von dem, was wir brauchen, um das notwendige Elixier zu kaufen. Selbst das ist jetzt aufgebraucht und wir können nichts mehr tun, als zu warten. Wir sind sehr krank und es gibt keinen Ort mehr, an dem wir vor der Stadtwache sicher wären. Wir brechen Häuser ein, überall in unserem Bezirk ein. Sie brechen Häuser überall in unserem Bezirk ein und sie zu durchsuchen. Also werden wir hier bleiben, um unsere letzten Stunden miteinander zu verbringen. Unser Feuer wird die Ratten fernhalten. Aber sie werden am Ende die Stadt erben. Damien. Oh. Haben die beiden hier wohl letzten Tage gechillt? Amanda und Damien. Arm und Arm sind sie gestorben.
Aber immerhin. Besser als allein zu sterben. Dieses Stürchen. Oder gucken wir uns mal hier um. Groschen. Nice. Dein Arm da weg. Und hier unten. Ja, nichts. Okay, alles klar. Nehmen wir es auf und weiter geht's. Und hier Aschenbecher, Flaschen. Echt viel Crap rum. Vergiss es, viel zu weit. Ich will mir ja nicht die Seuche holen. Du? Nein. Schützt das Elixier nicht dagegen? Vielleicht. Was soll's? Lass sie uns hier reinwerfen. Sollen die Ratten das machen? Alles klar. Wieder geschossen, scheiße, Mann. Schnell weg. Muss die Viecher nicht angreifen. Und weg hier, hopp. Achtung, Bürger von Danburg. Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin. Stimmt und nicht. Das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Mehrere tapfere Offiziere des Staates starben bereits durch seine Hand. Er muss um jeden Preis gefangen oder getötet werden. Ich habe nichts gemacht. So, kleine war hier die Kelle hochzitter. You cannot kill the red plague. Wenn sich die Rattenplage nicht töten, niemand wird uns vom Tod fernhalten, bla bla bla. Verfaulte Sachen helfen. Lecker. Ich komme jetzt mal um, bevor wir. Das ist wahrscheinlich da oben lang. Das wollte ich nicht. Erstmal einen dicken Brandbolzen in die Fresse gejagt. Nice. Schärfen wir das Ding auch mal. Wir wollen uns ja nicht selber töten. Alles mitnehmen, was geht. Das ist meine Devise. So. Da kommen wir nicht hoch. Heißt, ich muss hier rüber. Da liegt ein Leichen. Münzen haben oder nicht haben, ne? Zum Glück habe ich die entschärft hier. Leichen.
Hemlock Presents. Froschen. So. Seien Sie gegrüßt, Corvo. Oder sollte ich kaiserlicher Schutzherr sagen? Das waren Sie doch, bevor sein Titel als Herrscherweise genommen wurde. Wir sind Diener des Kaiserreiches und der wahren Kaiserin, eine Gruppe von Kaiserstreuern, die sich sehr gerne mit Ihnen treffen würden. Nehmen Sie diese Waffe, für Sie aus den feinsten Materialien der Insel hergestellt, und treffen sich mit unserem Mann Samuel in der Nähe der Abflussrohre, die in den Vrenhafen führen. Zögern Sie nicht, viel Glück, wir haben ein gemeinsames Ziel. Oho, eine Armbrust, nice. Neues Schwertchen. J. Inventar. Drücken Sie die Plus-Taste. Das ist eine doofe Steuerung. Das ändern wir mal kurz hier. Option. Steuerung. Das ist ja viel besser hier. Haben wir irgendwas auf Q? Ja. Okay. Dann geht's weiter. Überall Leichen ist ja. Ja, Armbrustbolzen hier. Wo geht's hier lang jetzt? Ah, hier. Ich muss davor sprinten. Ups. Jelly, für den Fall, dass du zu dumm bist, um dich zu erinnern, sollst du bei diesem Whisky nach Antwort suchen, verstanden? Wenn du einen Anteil haben möchtest, wirst du schon herausfinden. Wenn nicht, dann komme im nächsten Monat in die Sache erneut zurück. Oh, und was? Hier ist ein Tresor. Die Kombination haben wir nicht. 4, 5, 1. Doch, ich hab die Kombination. 4, 5, 1. 4. Ne, das funktioniert, Alter. Geil! Oh, nice. Wer schreibt denn den Code davon daneben? Was ist das denn? Mache ich auch demnächst. Einfach mal daneben schreiben. An mir kommt er nicht vorbei, Sir. Weißt du, wen wir hier jagen? Versuch nicht, den Helden zu spielen. Aber was, wenn niemand in meiner Nähe ist? Dann mach beim Sterben möglichst viel Lärm. Tritt irgendwas um, wenn du kannst. Bastard. Stinkt's wie ein toter Weiner. Wie ein toter Weiner, sagst du? Wolltest du noch immer wegen des Würfelspiels? Nerv jemand anderen. Ich vermute dich auch einer. Komm manchmal nachts her, um zu sterben. Verschwinden einfach im Wasser und das war's. Schlitz. Aber ich brauch keiner mehr. Anspieße.
Ach, so richtig geile Kombi. Dich knallen wir weg. Oh fuck. Mieser, dreckiger Abschaum. Was geht? Nicht mit mir, meine Friends. Liegt ein Kopf. Da war noch mehr, die ich gar nicht gesehen. Ah, Rattenspieß. So. Kupferdraht. Trinken ist gut, wo bist du denn? Oh, du hast ein Elixier. Ja, super. Ist noch irgendwo was, was wir mitnehmen können? Nö, nee, sieht nicht so aus. Dann gehen wir mal ab zu Samuel. Achtung, Bürger von Hamburg! Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Mehrere tapfere Offiziere des Staates starben bereits durch seine Hand. Corvo, hier drüben! Schnell, ich bin ein Freund! Hallo Samuel. Ich bin Samuel. Ich arbeite für ein paar ehrbare Leute, die Sie gern treffen würden. Sie sagten mir, Sie kämen hier raus, aber ich kann es immer noch kaum glauben. Ich bringe sie zum Treffpunkt. Einfach nur den Fluss runter. Alles klar. Na gut, alter Mann. Dann los. Entehrt. Wir haben die erste Mission. Wir haben sogar Jellys Tresor geöffnet. Sonderaktion. Oh. Geist können wir das überhaupt schaffen? Ja, bestimmt. Fortsetzen. Houndspits Pub. Das ist der Houndspits Pub. Für Kundschaft geschlossen, der halbe Bezirk als Seuchengebiet markiert. Direkt unter der Nase des Lordregenten und er merkt gar nichts davon. Geiles Haus, muss man schon mal sagen. Da fehlt ja auch die Hälfte. Wenn jemand herausfindet, was wir hier tun, wird uns die Wache mit gezogenen Schwertern stürmen. Und der Lordregent wird jetzt nach ihrer Flucht die Stadt auf den Kopf stellen. Sie haben Admiral Havelock und die anderen Kaisertreuen getroffen? Auf den Admiral kann man zählen. Wenn jemand Ihnen helfen kann, Lady Emily zu finden und Ihren Namen reinzuwaschen, dann er. Alles klar. Okay, Samuel. Danke für die Mitfahrgelegenheit, aber ich würde sagen, das reicht dann erstmal. Wir sehen uns. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Dishonored. Also, bis dahin. Ciao.